Der Überfall auf das Büro von Belsa TV in Minsk war eine ganz deutliche Warnung an all diejenigen, die noch unabhängige Informationen aus Belarus liefern. Jetzt vor den Europaspielen hat Präsident Lukaschenko die Behörden angewiesen, jede Webseite sofort zu sperren, auf der zu nicht genehmigten Protesten aufgerufen wird. Wir fordern, es darf keine Europaspiele geben ohne Pressefreiheit im Gastgeberland.